Esel Wodi und der Knochenbrecher dürfen also weiter ihren Spaß haben. Und damit auch Tammes Zuchtbulle Diamant bei diesem Thema nicht zu kurz kommt, will ihm sein Besitzer zwei hübsche Kühe mitbringen. Deshalb ist das nächste Ziel ein Rinderhof, der einsam in den walisischen Highlands liegt und für seine Welsh Blacks berühmt ist. Tammer hat sich hier mit zwei deutschen Freunden verabredet. Zu dritt wollen sie die schönsten Rinder der Insel finden. Die kommen sehr gut damit zurecht, denke ich mal, mit dem rauen Klima. Was auch sehr wichtig ist, ist nicht nur, dass sie mit dem Klima klarkommen, sondern die Füße. Die Klauen sind so hart und beständig, auch Janssen braucht bei seinem großen Bestand fast keine Klauenpflege machen, wenn wir mit den Schwarzbunden doch im Allgemeinen durchschnittlich einmal im Jahr dran sind. Also ganz dunkle, immer dunkle Klauen und hart in der Beschaffenheit. Fundament gut, das bedeutet, wir haben eine Chance, eine langlebige Kuh auf den Beinen zu halten, die möglichst lange Kälber bringen kann. Geil. Das ist nur geil. Rinderwahnsinn pur für die drei Enthusiasten. Und auch die Gelassenheit der Tiere. Ne? Also es sind jetzt ja alles fremde Leute drumherum. Und trotzdem sind die völlig gelassen. Wenn man oben schaut, wie die Kuh da hochsteigt, ist gewaltig, gigantisch. Das beeindruckt mich als Fleckviehmann sehr. Diese junge Ferse hier, junges Tier, tragend. Vom Modell her so eine Claudia Schiffer unter dem Welsh Black. Alles gut und schön. Ich hätte sie gerne etwas länger gehabt. Also für mich war es nicht die Traumfrau. Die beiden hatten sich drin verguckt. Tammes Freunde hat's erwischt. Hoffentlich ist die Lady nicht zu teuer. Wie viel? Wie viel kostet die? How much? Du kannst zuerst ein Angebot machen. Das da oben ist die beste Kuh, die ich je gezüchtet habe. Er züchtet seit der kleine Junge. Das weiß ich, habe ich schon verstanden. Das haben wir auch gesehen. Das war der erste Blick, wenn ich das Rind anschaue. Das beste Rind im Betrieb. Doch dann bereitet ein Blick in den Stammbau, auf Englisch Pedigree genannt, allen Träumen ein jähes Ende. Dann haben wir das Pedigree nachgeguckt und wir suchen ja neue Gene, fremdes Blut, um unsere Bestände frisch zu halten. Und hier stellte sich fest, dass Jan Janssen, sein Bulle, ein Halbbruder zu diesem Tier war und damit engmaschig verwandt. Und in diesem Zug kommt das nicht mehr in Frage. Pech gehabt. Tammo und seine Freunde müssen also weitersuchen.